Prinzipiell muss ein Winterreifen für Elektrofahrzeuge erst einmal das können, was jeder herkömmliche Winterreifen kann. Er muss gewährleisten, dass man bei Wind und Wetter, bei kalten Temperaturen, bei nasser Fahrbahn, bei schneebedeckter Fahrbahn sicher an sein Ziel ankommt. Bei Elektrofahrzeugen kommen neue Herausforderungen hinzu. Wir müssen den Rollwiderstand gering halten, um eine möglichst hohe Batteriereichweite zu gewährleisten. Wir haben keinen Verbrennungsmotor mehr in Elektrofahrzeugen, sprich die Geräusche des Reifens rücken mehr in den Vordergrund. Dementsprechend müssen wir auch darauf achten, möglichst geringe Geräuschlevel zu haben. Durch den Antrieb durch einen Elektromotor haben wir ein höheres Drehmoment. Das hat Auswirkungen auf den Abrieb und dementsprechend müssen wir auch das berücksichtigen. Um diese Herausforderung zu meistern, haben wir sowohl ein neues Profil als auch eine neue Laufflächenmischung entwickelt. Bei dem Reifenprofil haben wir besonders darauf geachtet, das Geräuschlevel niedrig zu halten. Das konnten wir durch gezieltes Lenken und Reduzieren der Schallwellen. Wir haben das Ganze aerodynamischer gestaltet und wir haben die Anordnung der elastischen und stabilen Profilblöcke optimiert, um möglichst wenig unnötige Bewegungen auf der Straße zu haben, wodurch wir auch den Abrieb verbessern konnten. Electrified Hankook Tire.